So, da bin ich wieder auf dem Bibliothekartag hier in Frankfurt. Ich habe gerade schon versucht, ein Video zu machen, was nicht klappte, denn das WLAN auf diesem Bibliothekartag ist so grottenschlecht, dass sowas wie Streaming nicht geht. Ist ja putzig, wenn man sich überlegt, dass hier alle über die Zukunft der Bibliotheken reden und das Wi-Fi auf dieser Konferenz einfach eine Katastrophe ist. Es ist schon, ja, weiß ich nicht. Hat einen gewissen Humor, das Ganze. Nun gut, wollen wir es kurz machen, bevor die Internetverbindung wieder komplett zusammenbricht. Ich bin jetzt mal kurz über meine SIM-Karte reingegangen, denn der Mensch von heute hat ja eine gewisse Größe an freien Gigabyte zur Verfügung, mit denen er so innerhalb des Monats arbeiten kann. Worum geht es? Ich habe gerade darüber gesprochen, über das Verhältnis von Unternehmen und Bibliotheken, denn im Kontext der digital-analogen Transformationen sind wir in der Situation, dass Bibliotheken und Unternehmen viel stärker auf den einen denselben Markt unterwegs sind. Also wenn man sich anschaut, Firmen wie Amazon, wie Google, wie Spotify und viele andere sind momentan in der Situation, dass sie Kernelemente der Bibliotheksarbeit übernehmen. Da geht es längst nicht mehr nur um die Frage der Suche nach Informationen. Das alte Thema, braucht man noch Bibliotheken, wenn wir doch Google haben? Ja, wir brauchen noch Bibliotheken. Und der zweite Punkt ist einfach der, dass sie bei uns Verleihgeschäft mit einsteigen. Es gibt ein wunderbares Buch von Jeremy Rifkin, das nennt sich Access. Dort beschreibt er eigentlich genau dieses Modell, dass wir nämlich in eine Gesellschaft hineinkommen, in der es weniger um das Eigentum als vielmehr um den Zugang zu Dingen geht, zu Wohnungen, zu Autos, zu Daten und allem drum und dran. Und auch wenn das in den 90er Jahren geschrieben wurde, jetzt scheint diese Vorhersage wirklich einzutreten und viele der Kultur- und Bildungsinstitutionen wurden davon schlichtweg mal kalt erwischt. So, die Frage ist nun, was macht man damit? Und was macht man vor allem da mit der Situation, dass man feststellt, wir haben dort Player, die ganz anders aufgestellt sind als Bibliotheken, auch ganz andere Ziele haben, nämlich in dem Sinne kommerzielle Ziele. Und wenn wir uns das genauer angucken, stellen wir fest, Bibliotheken haben immer noch ein Problem mit Unternehmen. Sie haben ein Problem mit kommerziellen Systemen. Also auf diesem Bibliothekartag dürfen Menschen wie ich, die Bibliotheken beraten, nicht sprechen. Das Recht haben wir nicht, es sei denn, wir sind bereit, sehr viel Geld zu zahlen und dann wird das ganze Firmenvortrag genannt. Nur ich möchte nicht über Produkte von mir reden, sondern ich möchte Dinge teilen, Informationen teilen, die ich im Laufe meiner Arbeit gewonnen habe. Und es heißt aber, das wäre nicht richtig, das wäre nicht gut, weil ja alle Unternehmen sozusagen dafür bezahlen müssten. Das ist ein Modell, was ich sehr anstrengend finde, gebe ich zu, weil es in vielerlei Hinsicht die Bibliotheken eigentlich von sehr viel relevanten Wissen einfach mal ausgrenzt. Und das ist etwas, was niemandem letztendlich gesehen weiterhilft. Dass es anders geht, hat man auf dem Bibliothekartag bewiesen, nämlich damals auf den Flächen der Zukunftswerkstatt. Das war ein gemeinnütziger Verein. Der durfte auch Vorträge durchführen von Unternehmen, so sie sich dann an bestimmte Regeln gehalten haben. Nämlich genau diese, dass es keine Produktpräsentation war, sondern wirklich sinnvoll Inhalte geteilt wurden und dass diese Inhalte abgeschlossen waren. Das heißt, dass man nicht quasi einen Vortrag hält, der dann dazu führt, dass man mit dem Unternehmen arbeiten muss, um den Rest zu verstehen. Das so als Gedankengang. Ein weiterer Punkt ist, man möchte auch gerne ein E-Book angeboten, nicht mit kommerziellen Unternehmen dergestalt zusammenarbeiten, dass diese kommerziellen Unternehmen auch an diesem E-Book-Thema Bibliotheken partizipieren können. Klassisches Beispiel, ich möchte ein E-Book ausleihen, es geht nicht, weil das E-Book schon verliehen ist. Man hat in dem E-Book-Bereich größtenteils das Konzept der analogen Bücher übertragen, das Verleihkonzept übertragen und ich kann es aber dann direkt in diesem System bei einem Buchhändler, bei einem Anbieter bestellen und damit dann kaufen. Also ich kann es dann nicht leihen, sondern ich würde es kaufen. Ich finde es einen sehr spannenden Ansatz, unabhängig davon, ob das jetzt einen großen kommerziellen Erfolg bringen würde. Und es würde auch bedeuten, dass Bibliotheken an diesem Erfolg, so er denn eintreten würde, partizipieren könnte. Das ist nicht gewünscht. Das Gleiche gilt, wenn man sich anguckt, wie die aktuelle Diskussion mit den Verlagen aussieht. Es gibt einen großen Kampf gerade um Urheberrechtsfragen, um die Frage, wie dürfen Bibliotheken eigentlich mit Inhalten umgehen? Dürfen sie auch gedruckte Werke, die digital gar nicht vorhanden sind, in Teilen digitalisieren und zur Verfügung stellen? Und das überall, auch online und so weiter und so fort. Dahinter steckt zum einen eine sehr wichtige Diskussion über die Frage von Inhalten und Urheberrechten in unserer Gesellschaft. Und ich möchte mich auch gar nicht auf eine oder andere Seite schlagen, weil ich zugegebenermaßen beide Argumentationsschienen erstmal verstehen kann.
Was aber traurig ist, ist die Tatsache, dass Bibliotheken und Unternehmen es nicht schaffen zu verstehen, dass sie beide auf dem gleichen Markt unterwegs sind, der übrigens immer noch wachsen könnte, wenn denn alle miteinander arbeiten bzw. eben kooperieren. Bibliotheken sind aber von ihrer Struktur her und von dem, was sie machen, dafür einfach nicht kompatibel genug. Und das wäre etwas, an dem man auch intensiv arbeiten müsste, dass man nämlich dafür sorgt, dass da unter Umständen völlig neue Kooperationsmöglichkeiten möglich sind. Das ist etwas, was wiederum in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, durchaus möglich ist. Also es ist nicht etwas, was gar nicht geht, sondern es ist etwas, was vor allen Dingen hier in dieser Region, in der wir leben, nicht geht. So. Das sind so ein paar weitere Gedanken zu dem und ich würde mir, bin sehr gespannt, wie die Diskussion gerade in der Frage, wie gehen Bibliotheken mit Unternehmen um, wie das funktionieren wird. Ich gehe jetzt mal offline, weil ich nicht meine kompletten freien Gigabyte verbrauchen will, denn der Bibliothekartag hat, wie gesagt, nicht die Fähigkeit, hier für vernünftiges WLAN zu sorgen, was natürlich doof ist, denn es ist ist ja eine Konferenz der Informations- und Medienexperten. Und wenn die schon nicht ins Internet gehen können, wer kann es dann? Vielleicht ist es aber auch einfach nur der Versuch zu zeigen, wie es in den allermeisten Bibliotheken aussieht, denn die haben wirklich kein WLAN oder nur ein ganz schlechtes WLAN, was übrigens auch nochmal ein Thema für ein Video sein wird. Bis dann. Tschüss.